Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich bin mir sicher, einige gucken zu. Lassen Sie mich beginnen mit den Worten, dass ich jetzt nicht für die Dissidenten als solche spreche, sondern als Martin Schulze-Wissemann, Pirat. Denn wie es manchmal so ist, haben wir leicht unterschiedliche Positionen innerhalb der Fraktion, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Heute, meine Meinung, heute ist ein ziemlich trauriger Tag für die Stadtentwicklung. Heute ist ein ziemlich trauriger Tag für die Verkehrsentwicklung in Dresden. Und heute ist auch ein ziemlicher trauriger Tag für den Stadtrat und für das exklusive Recht des Stadtrats, die kommunale Planungshoheit zu haben. Was heißt das? Kommunale Planungshoheit heißt, dieser Stadtrat entscheidet bei Bebauungsplänen, bei allem, was größer ist als 3-4 Häuser, wie gebaut wird und was nicht gebaut wird. Und wenn man dann so einen Bebauungsplan, wie wir ihn jetzt hier vorhaben, aufstellt und dann am Ende beschließt, dann kommt immer, es wird dann immer so gesagt, ja, ein Abwägungsprozess, manchmal ist der Abwägungsprozess auch schwierig. Es ist natürlich auch schwierig, ja, wir kriegen Häuser, wir verlieren Bäume. Das heißt, Menschen können wohnen, das ist gut, aber hier Mikroklima, Überwärmung, Natur, das ist schlecht. So, muss man abwägen. Wir haben natürlich eine massive Entwicklung direkt im Herzen der Stadt, neben dem Bahnhof. So, dafür haben wir aber wahrscheinlich keine in dem Maße Bautätigkeit für diese Wohnungen, die da entstehen, im Umland. So, das muss man gegeneinander abwägen. Man muss die Interessen des Investors oder Investorin abwägen mit dem Gemeinwohl. Abwägen ist also bei einem Bebauungsplan eine ganz normale Sache und dass man am Ende nicht allen zufriedenstellen kann, ist ja irgendwie klar. Was man aber nicht machen kann und deswegen ist es ein trauriger Tag für die Stadtplanung, die Verkehrsplanung und für diesen Stadtrat, was man nicht machen kann, ist so mir nichts, dir nichts über einen bereits gefassten Stadtratsbeschluss einfach hinweggehen. Und dieser Stadtrat hat nun mal vor einigen Jahren das Radverkehrskonzept beschlossen. Im Radverkehrskonzept steht drin Maßnahme 736, also viele von Ihnen hier haben damals auch die Hand gehoben dafür. Der Stadtrat ist dafür verantwortlich und da steht drin, dass wir eine komfortable, sichere und schöne und schnelle Überquerung der Hansastraße an dieser Stelle bekommen, also Brücke. So. Das steht da drin. Und warum ist das wichtig? Das ist wichtig, damit die Leute aus der Neustadt schnell zu Fuß und mit dem Fahrrad an die Elbe kommen können. Das ist wichtig, damit der geplante Radschnellweg von Radebeul nach Klotzsche, dass der ein ganz wichtiges, zentrales Netzelement, heißt das, also dass er durchgängig ist. So. Und das ist also jetzt in den Planungen, man hätte es machen können, man hätte es verankern können, man hat aber einfach gesagt, nö, das interessiert uns nicht. Investor hat ganz am Anfang gesagt, nö, habe ich keine Lust, das mache ich nicht, zahle ich nicht für. So, und da ist halt jetzt die Abwägung zwischen Investoreninteresse und Gemeinwohl, Allgemeininteresse schiefgegangen. Und was haben wir jetzt? Wir haben ein, nennen wir es einfach mal halbwegs schönes, dann Wohngebiet mit einem ziemlich schönen Sträßchen zwischendrin, einen Radweg, ja, da kann man dann von der Neustadt aus schön losradeln und meandert dann durch dieses Gebiet, man freut sich seines Lebens und dann zerschellt man an der Hansastraße. Man zerschellt, man fährt davor und man kann eigentlich weder links nicht rechts und geradeaus erst recht nicht. Und das ist nicht gut. So, und deswegen finde ich diese Sache einen wirklich traurigen Tag eigentlich. Wir hätten die Chance gehabt, hier etwas zu tun, was kohärent mit dem Radentwicklungskonzept ist. Man hat sich entschieden, das einfach sozusagen überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen, sich überhaupt nicht darum zu kümmern. Und deswegen werde ich diesen Bebauungsplan ablehnen. Dankeschön.